Weben. Eine uralte Technik, mal ganz anders. Waltraud Münzhuber verwebt Plastiktüten und näht daraus Neues. Wie zum Beispiel ihren Rucksack. Viele Tüten, die sonst im Müll landen würden, kann gerade sie brauchen. Wie die Plastikverpackung von Toilettenpapier, mit der sie auch ihren Geldbeutel gewebt hat. Waltraud arbeitet im Werkraum Pesenbach im Münchner Dreimühlenviertel zusammen mit anderen Kunsthandwerkerinnen. Ich war ja früher eigentlich ein Tütenhasser. Aber so ging es auch los. Ich wollte die loswerden. Also, und habe dann entdeckt, dass da doch viel Potenzial da drin steckt. Das Design der Tüte ist für Waltraud meist nicht so wichtig, sondern die Farben, die sie auf dem Webstuhl mischen kann. Interessanterweise, Toilettenpapier, also Recyclingpapier, nimmt sehr gerne Grün in der Verpackung. Dagegen zum Beispiel Toilettenpapier Deluxe, die nehmen gern Lila oder Magenta oder so. Also das erste waren diese Reinigungshüllen, die ich verwebt habe. Da habe ich am Theater gearbeitet. Und die Kostüme, die werden ja, wenn die in die Reinigung gebracht werden, kommen die zurück immer so verhüllt. Und das war mein erstes Material, weil das fällt in Massen an am Theater. Und da habe ich probiert und gesehen, dass das einen unglaublichen Glanz und eine Wertigkeit kriegt nach dem Verweben. Und von dem Material kam ich dann auf die Tüte. Und von denen hat sie reichlich. Gemüsetüten, Müllsäcke. Alle sind gebraucht. Darauf legt Walli, so ihr Spitzname, Wert. Das ist schon ganz anders wie ein Faden. Also man muss vorsichtiger spulen, damit er nicht reißt. Weil ich will ja möglichst langen Faden. Und ich muss schauen, dass ich möglichst die bunte Seite nach oben habe. Weil sonst, die will ich ja sichtbar machen beim Weben. Plastiktüten gibt es erst seit 60 Jahren. Davor kaufte man noch mit den eigenen Reisetaschen, Papiertüten oder Schachteln ein. Aber die Kunststofftüte aus Polyethylen ist viel komfortabler und zudem noch leicht, wasser- und reißfest. Der Vorteil liegt darin, dass durch die elektrostatische Aufladung die Ware besser an der Tüte haftet und nicht wie in einer Papiertüte nach unten rutscht. Ein wahrhafter Plastiktütenrausch setzt ein, den man mit dem Tütengroschen 1974 stoppen will, weil die Produktion Millionen Liter Erdöl verschlingt. Trotzdem wachsen die Müllberge weiter, bis die unverwüstlichen Tüten 2022 in Deutschland verboten werden. Für Waltraud Münzhuber gibt es noch genügend, aus Erbschaften und Haushaltsauflösungen. Das ist wie Weihnachten. Ich sortiere die Tüten alle nach Farben und es gibt halt untypische Farben für Tüten, das ist zum Beispiel so ein Petrol. Da bin ich dann scharf drauf. Farbe ist schon wichtig, weiße Tüten nehme ich eigentlich nicht. Das ist zu langweilig. Ja, also das ist sicherlich jetzt nicht irgendwie der Brüller. Einfach rote Tüte. Aber rot ist beliebt bei den Menschen. Ah, da haben wir was ganz Schönes, Weipert. Stoffladen gibt es ja leider nicht mehr. Das ist verwebt auch ganz toll. Schwarz-gelb, weil das ist sehr selten, so eine Tüte in dieser Farbe. Da haben wir gleich mehrere. Und je mehr ich von einer Sorte habe, umso besser, weil ich eben sortenrein verweb. Manchmal mache ich eine Fusion, was weiß ich, dann kombiniere ich Karstadt und Kaufhof oder so. Aber meistens verwende ich dann für ein Werk auch einen Typus von Farbe. Die Tasche ist ein Glücksfall für sie, mit über 100 Tüten. Das reicht der Weberin für ein ganzes Jahr. Es wird dann wie ein Gemälde. Also es ist für mich schon so, dass ich die Tüten wie ein Maler, der so seine Farben hat und auf der Paillette, so gehe ich zu meinem Tütenregal, schaue, was ich nehme. Und dann gibt es eben meistens Mischungen. Und das ist spannend. Ja. Das war
vorher, nachher, sanft und sicher. Ein bisschen Rot ist drin. Eigentlich denkt man das nicht viel, aber der blitzt dann immer wieder auf, das Rot. Und das Zweite, das ist von diesem Toilettenpapier. Kosmetiktaschen, Geldbeutel und Schminktäschchen verkauft sie in dem Gemeinschaftsladen des Werkraumes. Und legt oft die Tütensorte dazu, aus der die Taschen gewebt wurden. Auch Papierkörbe bietet sie an, die sie aus Videobändern oder Musikkassetten herstellt. Hier empfängt sie auch Kunden. Für Erno Frohnen hat sie bereits einen Polsterstoff aus Coffeeshop-Tüten gewebt. Jetzt soll ein zweiter Stuhl her. Mit dem Stuhl war ich so enthusiast, dass ich mir das bei denen auch so vorgestellt habe. Dass es auch irgendwie ein spezielles Charakter bekommt. Ja. Der Kunstliebhaber war gerne und viel in New York. Die Mülltüten mit dem unverwechselbaren Logo hat er nie weggeworfen. Ich habe sie selber aus New York mitgebracht damals. Ich habe sie auch wieder gefunden beim Aufräumen. Ich wusste nicht mehr, dass ich sie hatte. Und dann dachte ich, ja, das ist ja ideal bei so einem Stuhl, so ein Bezug. Das wird dann mein New York-Stuhl. Ja? Wenn ich mir dann drauf sitze, kann man denken ein bisschen an New York. So ungefähr. Aber ja, klar. Es hat immer so ein bisschen Connections mit Erinnerungen. Das finde ich ganz nett. Dadurch kriegt der Stuhl auch einen Mehrwert, einen emotionalen Mehrwert. Vom Weben allein kann Waltraud nicht leben. Deshalb arbeitet sie seit über 20 Jahren als Kostümmalerin. An der Bayerischen Staatsoper war sie 10 Jahre angestellt. Und hat für das Ballett Once Upon and Ever After 2008 sogar gewebt. Diese Oberfläche, also den Tütü-Deckel, so wie man das sagt, der ist von mir. Den habe ich damals gewebt. Und zwar eben in zwei, in schwarz und in weiß. Das Gewebe ist noch perfekt. Das sind verwebte Tüllstreifen, die ich erst geschnitten habe und dann auf einer schwarzen oder auf einer weißen Kette verwebt habe. Ich habe die Generalprobe mir anschauen können und auch die Proben. Dann habe ich schon mein Fernglas dabei und schaue genau. Ja. Inzwischen ist sie als Kostümmalerin selbstständig und arbeitet für Festspiele wie Oberammergau oder Bayreuth. In Bregenz hat sie zuletzt für die Oper Nero Blut in allen Varianten imitiert. Blut ist immer ein großes Thema eigentlich in der Kostümmalerei. Und es ist immer gar nicht so leicht, es umzusetzen, dass es nicht kitschig aussieht. Ja, ist kein ganz einfaches Thema. Aber die sind oft schon unappetitliche Sachen, wo man selber sich sogar dann noch überwinden muss, weil es dann zu echt ausschaut. Aus ungewöhnlichem Material Besonderes zu schaffen. Wie diesen Teppich aus Musikkassetten, das liegt Waltraud. Da habe ich so Muster gemacht, wie eigentlich so in den Möbelhäusern immer waren. Das ist hier Rewe Apfel, da war auf der Tüte der Apfel drauf. Da kommt es dann wieder mit dem Hassen ein bisschen rein, dass ich sozusagen auch diese ganze Werbung ausschalte. Das ist nicht mehr existent. Trotzdem, wenn ich dann sage, schauen Sie mal, das war mal, was weiß ich, Penny. Dann sagen die Leute meistens, genau. Und beim zweiten Blick wird es dann wieder erkannt. Aber nicht beim ersten. Und das kommt mir sehr entgegen, ja. Aber Liebe auf den ersten Blick verdienen ihre Taschen, die der Wegwerfgesellschaft mit großer Handwerkskunst ein klein wenig trotzen.